Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4. Wir sind in Forgotten Hollow und sind bei ein paar Anwohnern hier, weil wir uns nämlich über Vampire gerne weiter informieren möchten. Und das ist hier einfach so die Stadt, wo die Gerüchte über Vampire herrschen. Und deswegen haben wir einfach mal einen lieben jungen Mann besucht, den Fabian Heck, den wir ja bereits kennengelernt hatten über Schule oder Sonstiges. Oder halt auch mal vorher, weil wir ein bisschen rumgegeistert sind. Und ja, wir versuchen ein bisschen mit ihm von... Wir scheinen uns echt ganz gut mit ihm zu verstehen. Und dann fragen wir mal so ein bisschen, was sagt ein Vampir, wenn er aus dem Finanzamt kommt? Dieser Blutsauger. Ja. Er ist ein Hitzkopf. Okay, ich bin kein Geschichtsexperte. Vielleicht siehst du mal in der Bibliothek noch, ob du ein Buch darüber findest. Wir erzählen einfach mal so einen schmutzigen Witz. Sims Forever spielen. Du hast gerade nichts Besseres zu tun, als zu zockeln, Dockel. Haben die vielleicht irgendwas zu essen? Warum haben die Plasmabeutel im Kühlschrank? Warum haben die Plasmabeutel? Ich nehme mir mal ein paar Cerealien hier. Es ist ja was wohl nicht ganz so schlimm, wenn ich esse. So, ich nehme mir mal ein paar Cornflakes und esse die. Dann habe ich wenigstens... Und dann gehen wir nochmal auf die Toilette. Oh! Halleluja! Es ist so krass, dass sie sich überhaupt nicht darüber wundern, dass da einfach mal jemand mit Vampirfähigkeit einfach runterkommt. Das ist total seltsam. Das ist ganz interessant, ihn gerade dabei zuzuschauen, wie sie die ganze Zeit hier, Vula Shaka Teebs. Hana Klets. Siglona. Oh, Fina. Oh, Fabian ist unser Freund geworden. Das ist aber cool. Frisch gebackener Vampir. Warum weiß sie das? Ich finde das wirklich echt bemerkenswert, dass die Sims sich hier wirklich kein Stück dafür interessieren. Lamina Galpa Watini. Eno Planar. Nulet. Oh, Jarbin de Cool. Sise. Ah, gosh. Machen wir hier vielleicht auch nochmal einen Vampirwitz? Ah, Vula Shaka Teebs. Finoi Cho. Siglona. Ah, Bebson Nikoi. Snurb. Your bleak noosh. Bukan. Weibo. Lass uns mal die Nummern austauschen, dann kann ich dich halt jederzeit anrufen, falls ich, Ah, wir haben die verstopfte Nase. Oh, er ist ja süß. Ebso, Nutsch, aha. Oh, heißer Draht. Oh, lala. Jetzt sind wir aber ganz schön mutig und jetzt sind wir super kokett. Wir machen ihm ein Kompliment, dass er sehr gut aussieht. Und ich möchte ihn eigentlich auch noch weiter gerne kennenlernen. Dass wir auch noch sein... Warum? Aha. Uh-huh.
Aber irgendwann kann man ihn doch bestimmt bitten, zum Vampir zu verwandeln. Bitten zu verwandeln, ja. Aber das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht gerne machen. Er mag mich nicht. Du fällst nur auf sie herein. Die will einfach nur, dass du sie in den Vampir verwandelt. Aber wir haben einen heißen Dreh durch dieses Handynummer austauschen, nicht? Ich bin einfach total toll. Du hast wunderschöne Zähne, dein Lächeln ist bezaubernd. Und ich liebe den Regen. Und ich das Fliegen. Ja, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir mal nach Hause fahren, sonst schläft die mir gleich ein. Aber die beiden scheinen sich echt sehr gut zu verstehen. Sarah ist wahnsinnig. Wahnsinnige Sims durchleben eine vollkommen unvorhersehbare Achterbahn der Gefühle. Oh ja, wir gehen jetzt erstmal nämlich nach Hause schlafen. Die schläft mir bestimmt eher auf dem Weg dahin ein. Nein! Yeah! Bam, bam, bam. Geh schlafen. Hä, doch nicht in das... Geh richtig schlafen. So, unsere Party-Queen steht hier und ist gelangweilt. Okay, also ihr habt euch ja dann doch nicht ganz so gut Spiel spielen, Party-Fancy spielen. Du bist einigermaßen glücklich, hast auch alles anscheinend hier weggeerntet. Ich weiß nicht, was das für ein Spross ist. Wir können das alles noch düngen, aber das hatte ich jetzt eigentlich nicht so vor. Ich wollte mit dem Zeug dann doch lieber Geld verdienen. Hier, das kannst du noch weiterentwickeln, weiterentwickeln. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Alles ernten. Das werfen wir mal weg, weil das ist eh nur im Inventar und stört. Ach, unser Lieber ist von der Arbeit wieder zurück. Na? Du brauchst deine Hausaufgaben nicht mehr. So, du bist am Schlafen. Und ihr scheint... Ihr seid ja alle ausgeschlafen. Wir werden... Könnt ihr mal nach ein bisschen nach ein paar Anmachsprüchen googeln? Man weiß ja nie, ne? Kann man ja vielleicht mal gebrauchen. Wir können das echt noch nicht machen. Ist echt schade. Warte, wenn ich mit dir auf einen Computer gehe. Okay, wir sehen so aus, als gäbe es momentan nicht mehr zum Ernten. Okay.
Dann entwickel hier mal alles mal schön weiter. Bald gibt's Hummer Thermidor. Ich habe einen neuen Brieffreund von Lucky Palms. So, aber scheinen jetzt gerade echt alle ganz einigermaßen fit zu sein. Das ist echt super. Du hast deine Fähigkeiten doch verbessert. Genau, wir müssen also nur noch immer wieder Essen zubereiten, dann passt das. Eigentlich haben wir mir jetzt einen richtig guten Start in den... Ja. Also, falls einer von euch Lust hat... Und so ein kleines Häuschen für unseren Max erstellen möchte. Ich habe hier nämlich noch Platz auf meinen ganzen Sachen. Und dann könnt ihr echt gerne ein Häuschen erstellen. Und dann schaue ich mir das an. Und vielleicht haben wir dann ja die Möglichkeit, dass er in eines von euren Häusern ziehen könnte. Das wäre ja echt richtig cool. So, die harte Arbeit lohnt sich natürlich und wir entwickeln das alles schön weiter. Das dauert nur eine Weile, bis er auf die Toilette geht, deswegen kann er das eigentlich in Ruhe machen. Das ist echt super. Jetzt haben wir nämlich echt richtig tolle Pflanzen hier teilweise. Hier, unser Brombeerstrauch ist perfekt. Er ist einfach nur perfekt. Hä? Das ist gruselig. Das ist definitiv gruselig. Wir haben ja hier die Familiengruppe und ich würde eigentlich gerne den Teenies. Ist nah drin, ne? Nee, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Die Vampire zu erstellen. Haben wir vielleicht ein Vampir-Symbol seit neuestem? Das wäre cool. Gut, dann nehmen wir halt das. Und dann nehme ich nämlich den Fabian auf jeden Fall mit auf. Weil ich ja weiß, dass er ein Vampir ist. Und außerdem kann ich dann halt Kategorie wählen. Okay, das ist ja egal. Das ist alles egal. Warte, kann ich hier auch sozial? Gibt es da jetzt schon die Sachen mit... Okay, ich könnte romantisch sein, zur Gruppe Vampire sagen, dass man in der Gruppe halt romantisch ist. Das sollte passen. Und dann kann ich nämlich die Tür zugestatten für Mitglieder der Gruppe Vampire. Und die ist ja, glaube ich, auch abgeschlossen, ne? Und dann zugestatten für Gruppe, Mitglieder der Gruppe Vampire. Dann kann er nämlich auch jederzeit hier rein und raus gehen, wenn er möchte. Das wäre, fände ich jetzt ganz schön. Und wir sollten uns echt auch mal insgesamt mit den Gruppen intensiver beschäftigen. Also wir haben hier unsere Familiengruppe, falls wir unsere Familie zusammenrufen müssen. Und wir haben hier noch eigentlich unsere Idole, wo wir mit der Lea und so drinne sind und einfach nichts tun. Ne? Und der Axel hat doch, ja, wir haben ja eigentlich noch unsere Heimgärten, an der wir auch länger nichts mehr gemacht haben. Die Maura und die Nadja haben wir auch ewig nicht mehr gesehen. Und wir haben eigentlich hier noch unsere Mädelsgruppe. Voll schade. Es ist echt ein bisschen schade. So, ich glaube, du hast erstmal gerade genügend Spaß gehabt. Setz dich mal mit denen nach draußen und, können wir ein bisschen essen und uns unterhalten? Oh. Du siehst gar nicht gut aus. Ich verhungere. Sollen wir uns zum Frühstück im Restaurant Bergers Burger Bar treffen? Warum? Ich bin hier gerade mit meiner Familie am Essen und habe eigentlich überhaupt keinen Hunger. Fein am Schlafen. Warte, dir geht's doch gerade ganz gut, ne? Dann werden wir nämlich eigentlich noch unsere Fähigkeiten ausbauen. Wir müssen eigentlich auch noch unsere Geigenfähigkeiten und alles erst überhaupt mal anfangen.
Oh, dir geht's gar nicht gut, meine Liebe. Dir geht's gar nicht gut. Was ist, wenn du dich einfach ein bisschen schlafen legst, hm? Dich mal ein bisschen schlafen. Und eben geht's eigentlich auch nicht gut. Legt euch mal ein bisschen schlafen, dann sollte das eigentlich besser sein. Also, er stellt hier für unser Lieben ein süßes Häuslein, wo er hinziehen könnte. Und außerdem, muss ich die Annika, glaube ich, mal altern lassen, ne? Weil er kann ja jetzt mit ihr gar nicht mehr zusammen sein. Die ist ja jetzt, ja jünger. Wir müssen hier nämlich, glaube ich, auch nochmal ein Lied wieder lizenzieren lassen. So. Ja, es ist schön, euch zuzuhören. Wenn wir sozial brauchen, komm, dann rufen wir mal die Mädels. Dann veranstalten wir einfach mal eine Party. Und dann können wir einfach ein bisschen zusammen hier schwimmen. Einmal mit den Mädels ein paar Runden schwimmen. Wir verwenden den Pool so selten. Warte, kennen wir denn noch ein paar, die in unserem Alter sind? Ich glaube nicht, ne? Wir haben hier irgendwie echt zu wenig Teenager. Ich werde echt jetzt mal ein Haus einfach bauen, wo nur Teenager wohnen mit einem Erwachsenen oder so. So, dann komplett sieben Teen, dass wir ein paar Teenager mehr hier haben. Besonders ein paar mehr Jungs. Sprung für die Runde. Wir machen mal alle eine Arschbombe. Ich mach mal den Baum da weg. Ja, oh, wie glücklich. Oh, das Kopfschmerzen, ne? Ja. Haben wir hier nicht noch... Guck mal, wir haben hier noch Medizin. Dann nimm die mal. Medizin behandelt, ja. Schon ist die Erkältung weg. So schnell geht das. Wir müssen ja für unseren Job fertig sein und bereits zwei Mahlzeiten zubereiten. Wenn inspiriert, wir sind gerade inspiriert, dann können wir doch grillen. Nämlich ein paar Hamburger. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Fabian Heck angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, finde ich auch. So, wir sind inspiriert. Oh, und die Mädels machen hier zusammen. Das ist so süß. Sitzen einfach und quatschen. Und er dreht durch, weil er denkt sich, oh, so viele Leute. So. Warte, was können wir jetzt? Duettballaden an der Karaoke-Maschine singen. Yay! Oh, was Kopfschmerzen. Sind auf einmal irgendwie alle krank, ne? Der muss so weit wegstehen? Interessant. Interessant.
Anasiwaba. Krimbal Doomba. Sarpava Lemdim Yanabi. Aber dann hat das geklappt? Wartet wo. Sleep Charso Denora. Hey, wir haben noch zwei Mahlzeiten eine Mahlzeit zubereitet. Interessante Sache hier. Interessante Sache. Lass das Singen üben mal und üb vielleicht mal ein bisschen Geige. Erstmal ein Selfie machen. Hat die Gitarrenfähigkeit der Geigenfähigkeit wahrscheinlich. Lied lizenziert. Juppie, dann kriegen wir da nämlich auch wieder Geld. Das habe ich ganz vergessen. Ah, da möchte jemand draußen etwas essen. Vips Wabitabe. Tharb Thenig. Sabade Bana. Smishy Lafana. Flamebi. Ja, irgendjemand stinkt hier, oder wie? Lanujongi. Spar. Snozogarzo. Chorp Janil. Roslapa. Was da? Oh, ja. Sie stinken. Sie stinken ein wenig. Aber eigentlich möchte ich ja nur was essen. Max muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, ich weiß. Sind ja alle voll gemein. Lass mal dein Würstchen sein und wir gehen mal eben duschen. Sorry, muss duschen. Waxa. Disgrobel. So, mal ein bisschen was in den Kühlschrank stellen. So, und danach können wir immer noch unser Würstchen essen. Aber unserer lieben Melody geht es jetzt einfach besser, weil sie mit Freundinnen unterwegs war. Jetzt ist die nicht mein Hotdog, oder? Jetzt ist die einfach mein Hotdog. Du scheinst ja total fit zu sein. Okay, du musst in ein paar Minuten zur Arbeit. Warte, bestreben wollte ich nicht. Ich wollte diese Belohnungspunkte. Flirt tragen. Trinke das, damit dein Zimt zeitweilig kokett ist. Mhm. Schlafersatz. Erfüllt augenblicklich das Energiebedürfnis. Nee. Großartiger Erzähler. Herd- und Grillprofi. Okay, das wäre ganz praktisch. Das passt einfach zu ihm. Und wir haben gute Punkte, gute Punktzahl. Sorglos, Sims sind nie angespannt, fruchtbar. Wenn sie ein Baby machen wollen, eine größere Chance auf Zwillinge oder Drillinge. Okay, antiseptisch, unternehmerisch. Ja, warum nicht? Das könnte dir, glaube ich, auch ganz gut zugute tun. Und dann haben wir immer noch 1000 Punkte. Damit könnten wir noch Nachteule, Mentor. Früher Blitzleser. Ah, da warten wir noch mal so ein bisschen. Du hast mittlerweile so viele Punkte. Da schauen wir auf jeden Fall mal hier bei den etwas... Du kannst alles nehmen. Es ist niemals erschöpft. Du brauchst dann weniger Schlaf. Der Gelehrte baut alle Fähigkeiten schneller auf. Können uns das ja leisten, ne? Okay. Die Pflanzen... Okay, gut. Das ist natürlich schwierig, aber wir kümmern uns nicht so oft darum. Du könntest das nie angespannt. Wäre ganz praktisch. Genügsam.
Kostenlose Dienste, marktauglich. Oh, ich weiß es nicht, es sind so viele. Meisterwerke der Malerei oder Schriftstellerei. Schamlos, Stahlblase. Nämlich das mit den Beziehungen. Weil, ja, wenn wir mal vielleicht eine neue Karriere starten, vielleicht hilft uns das ja. Ihr habt alle eigentlich so mega viele Punkte. Das ist richtig krass. Ich glaube, betörend, genau, das haben wir nämlich schon, deswegen können wir das nicht kaufen. Hier, das mit dem weniger Schlaf wäre ja echt ganz praktisch. Und, warte, da gibt es doch noch auch noch das mit dem seltenen Hunger haben. Das ist aber okay. Da brauchen wir auch noch ein paar mehr Punkte. Da würde ich nämlich, glaube ich, drauf sparen, weil dann sind wir vielleicht auf der Arbeit ein bisschen erfolgreicher. Du hast nicht ganz so viele Punkte, aber du bist auch noch nicht lange hier. Deswegen hast du noch nicht so viel. Da können wir dir... Okay, das kannst du dir nicht leisten. Ah, da... Ah, okay. Du bist schon genügsam. Okay. Du musst zur Arbeit. Ich hab doch jetzt gemacht. Genau, niemals erschöpft. Wegen Belohnungsdor. Sims. Niemals erschöpfte Sims brauchen weniger Schlaf. Sophia ist zur Arbeit. Perfekt. Dann können wir nämlich mit der Melodie ein bisschen mehr machen. Ich bin doch jetzt bei der Arbeit. Was will der? Hey, wenn du gerade da bist, dann kannst du die beiden doch mal füttern. Die haben nämlich Hunger. Und ich wollte eigentlich noch den Patrick anrufen, dass der vorbeikommt. Und Leute, ihr könnt auch gerne wieder gehen, wenn ihr möchtet, ne? Ihr könnt bleiben, aber ihr könnt auch wieder gehen. Marek Schäfer wird gleich da sein. Perfekt. Dann gehe ich mal gleich nach hier vorne hin. Und zieh mir vielleicht was Schickes an. Habe ich denn irgendwas? Ich könnte das einfach mal anziehen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht ganz so schöne Outfits gefunden. Warum denkst du? Warum denkt der die ganze Zeit an meinen Bruder? Weil die Freundschaft? Die sind ja eigentlich befreundet, oder nicht? Oder sie waren mal befreundet. Oder halt auch nicht. Von euch hat sonst kaum einer eine Liebesbeziehung, die aktuell ist. Außer natürlich die Melodie, die ja irgendwie ständig noch ein paar Liebesbeziehungen hat. Oder der Axel, der ständig Liebesbeziehungen hat. Babe Nelfi, God, news, great. Oh, Grobel. Lass uns doch einfach uns hier oben hinsetzen. Da sind wir. Ich glaube, das reicht, meine Liebe. Dir geht's überhaupt nicht gut. Du nimmst gerade erstmal.
Annika ist ein Genie. Genies sind häufiger auf geistigen Bestreben konzentriert, die sind zum Glücklichsein benötigen. Ja, und ich sehe schon, dass ich gerade wieder übelst überziehe. Ich habe ja hier oben meine Zeit an. Ich habe mega überzogen und deswegen mache ich jetzt hier an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao!